Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial, dem ersten Teil unserer JavaScript-Reihe. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man JavaScript-Objekte macht, also Klassen. Klassen im herkömmlichen Sinn existieren so in JavaScript nicht, wie man sie zum Beispiel aus Java kennt oder aus C-Sharp oder anderen Programmiersprachen. Java funktioniert das alles ein bisschen anders, aber ich werde euch heute zeigen, wie wir verschiedene JavaScript-Objekte erzeugen. Wir werden heute Bäume pflanzen und werden einige Bäume machen, erzeugen. Und die werden verschiedene Properties haben, einen Typ, Blätter und Blätter-Colors. Und wir werden eine Funktion erzeugen, um diese Informationen zu bekommen. Und das werden wir uns dann in der Konsole ausgeben lassen. Dann schauen wir uns mal die erste Variante an. Dazu erzeugen wir ein neues File, ein HTML-File. Nennen wir es index.html, geben ein Date-Title, JavaScript Objects, speichern das, machen einen neuen Ordner, JS, und hier kommt unser neues File und JSObjects.js nenne ich das. Und das verlinken wir hier in unserem Head. Machen hier Script, schließen das, Source und sagen JSObjects.js. Und das ist ein Type Text JavaScript. Speichern das Ganze ab und können schon mal loslegen. Und zwar die erste Variante ist, eine Funktion zu erzeugen, die ein Objekt erzeugt. Dazu haben wir eine Funktion, die nennen wir Tree. Und der geben wir einen Übergabeparameter, zum Beispiel Type. Und hier können wir jetzt verschiedene Properties setzen. Dazu sagen wir einfach this. Dazu referenzieren wir auf dieses Objekt. Und sagen, dieser Type ist gleich dem Type, mit dem wir es instanzieren. Hier verwenden wir einen Strichpunkt, ein Semikolon. Und hier können wir dann sagen, this.leaf ist gleich, geben wir eine Zahl an, 12, this.leaves oder leaves color ist gleich green. Und dann können wir sagen this.getInfo, das wird unsere Funktion sein, und da sagen wir dann ist getInfoTree. Machen einen Strichpunkt und definieren unsere Funktion Entschuldigung, getInfoTree, und eieiei, das wollte ich nicht. So schaut das Ganze schon besser aus. Hier übergeben wir nichts und hier returnen wir return und dann sagen wir I am a plus, dann machen wir einen Abstand, plus this.type plus and I have, jetzt kommt die Anzahl der Blätter, Anzahl der Leaves. Ich habe, I have 12 Leaves, sagen wir this.leaves. Wir wollen wissen, was für eine Farbe der hat. Dann sagen wir plus this.leaves color. I am this type. Sehr schön. Können wir schon einen Strichpunkt machen. Dann, was wir hier sagen, mit dieser Funktion geben wir einfach zurück einen String, der sagt, I am a type and I have leaves color, leaves. Okay.
Und diese Funktion wird aufgerufen, wenn wir hier ein Ob von diesem Objekt diese Funktion aufrufen, dieses Property aufrufen. Dazu müssen wir aber zuerst ein Objekt erzeugen. Und dazu erstellen wir eine neue Variable und nennen die myTree. Und sagen hier new tree und geben hier jetzt ein Property an, ein Type an. Sagen Oak, Eiche. Und jetzt können wir console.log, können wir uns anschauen, was wir in dieser Variable gespeichert haben. Und speichern das ab und gehen in unseren Ordner hinein und wir bekommen unser Objekt zurück vom Typ Oak mit 12 Blättern und green Leaf Color. Okay, jetzt versuchen wir da etwas zu manipulieren. Jetzt können wir einfach sagen myTree.leaves equals 144 oder 1444 tree.leaves color equals yellow zum Beispiel. Und wenn wir jetzt unsere Funktion getInfo aufrufen und das in der Konsole ausgeben, getInfo, dann bekommen wir hier unseren Text, I'm oak and I have yellow. Okay, das ergibt keinen Sinn. I have 144. Das ergibt keinen Sinn. I have plus this Punkt leaves color plus und hier sagen wir leaves und schauen wir mal, ob das jetzt schon mehr Sinn ergibt. I'm an oak and I have 1444 yellow leaves. Okay, ergibt schon mehr Sinn. Das ist unsere erste Variante, wie wir ein Objekt erzeugen können und natürlich mehrere Objekte erzeugen können. Wenn wir hier jetzt das Ganze kopieren und ich hier jetzt myTree2 sage und einen neuen Tree erzeuge und den nenne ich jetzt einfach der Einfachheit halber Tree und da jetzt die Properties ändere und da jetzt Black sage und da jetzt 2. Und wir müssen überall, wo wir unser Objekt aufrufen, das heißt, ich speichere unser neues Objekt Tree in die Variable myTree2 rein. Jetzt möchte ich in der Konsole mein Objekt myTree2 ausgeben. Dann möchte ich auf meinem Objekt myTree2 die Anzahl der Leaves ändern. Ich möchte die Anzahl der die Farbe ändern. Und dann gebe ich mir die Info zu diesem Tree aus. Und wir haben zwei verschiedene Objekte Trees. Wir haben einen Tree vom Typ Oak und einen Typ Tree vom Typ Tree. Und um euch zu zeigen, dass das andere Objekt immer noch existiert, sagen wir hier console.log myTree getInfo. Und wir bekommen hier unsere Information zu unserem ersten Objekt. Das heißt, wir haben zwei Objekte vom Typ Tree erzeugt. Und das ist die erste Art, wie man Objekte in JavaScript erzeugen kann bzw. handhaben kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Falls es irgendwelche Fragen gibt, stellt sie natürlich. Ich versuche sie zu beantworten und versuche euch zu helfen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und da werde ich euch zwei weitere andere Arten zeigen, wie man Objekte in JavaScript erzeugen kann. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!